Draußen bahnt sich etwas an. So. Im Kinderzoo wird ein Kind geboren. Ein Shetland-Pony-Fohlen. Die werdende Mutter ist nicht mehr die Jüngste. Vroni ist schon 19. Als junge Stute hatte sie eine Totgeburt. Doch heute geht alles gut. Pfleger Mario Barabas freut sich. Das hat die kleine Stute gut gemacht. Mutter und Kind sind wohlauf. Vroni, das hast du fein gemacht. Sofort legt Vroni ihr Kind ab. Wichtig für den Mutter-Kind-Kontakt. Die Vroni ist jetzt 19 Jahre alt und wir sind ja, sehr überrascht und freuen uns darüber, dass er jetzt in dem späten Jahr noch mal einen Fohlen bekommen hat. Rechts sind die beiden Hengste, der Kevin und der Patrick. Und der Patrick ist ein Jahr älter, also er wird ja Vater sein, der ist jetzt 5. Und wir hatten jahrelang keinen Hengst. Und er hat uns jetzt doch noch was gebracht, dass er uns da Nachwuchs schenkt. Das ist sehr schön. Jetzt ist sehr wichtig, dass die Mutter das Kleine ableckt. Das erste Mal nimmt es, glaube ich, auch die Witterung auf, beziehungsweise den Geschmack auf. Das ist eine ganz wichtige eine soziale Bindung, was jetzt entsteht. Und zeigt, dass die Mutter das Jungtier auch annimmt. Auch der Sand wird gleich mit abgeleckt. So kommt der Kreislauf des Fohlens richtig in Schwung. Ist nicht schlimm, dass es nicht im Stall passiert ist. Es ist warm. Der Sand ist warm. Ist eigentlich noch viel schöner, als wenn sie im Stall, im Stroh, denn das Kleine gebärt. Also schöner kann es eigentlich nicht sein. Man sieht auch die ersten Stehversuche. Da müssen natürlich erstmal die Gliedmaßen richtig ausgefahren werden und das Blut muss zirkulieren in den Beinen und die Sehnen, Koordination. Aber es wird schon klappen. Im Kinderzoo wird das neugeborene Ponyfohlen liebevoll umsorgt. Mutter Vroni macht alles richtig und so routiniert, als ob sie schon viele Fohlen gehabt hätte. Dabei ist das ihr erster Nachwuchs. Und das kleine Fohlen wagt auch gleich die ersten Stehversuche. Ja, die ersten Gehversuche sind natürlich nicht immer von Erfolg gekrönt, aber die wird mit jedem Versuch stärker. Na, das ist ja schon fast gut. Pferde sind Fluchttiere. Die Fohlen müssen schnell auf die Beine kommen. Da bleibt keine Zeit, sich von der Geburt auszuruhen. Tapfer stemmt das kleine Ponykind seine wackeligen Beinchen in den weichen Sand. Ja, da guckt man sich schon mal gerne an, so. Ist doch nicht alltäglich. Also, bei Ziegen habe ich es oft gesehen, Kamel habe ich es auch schon gesehen, auch sehr schön. Aber es ist immer ein schöner Augenblick, so. Lässt so einen in sich kehren und man ist irgendwie, naja. Doch, das ist schön. Angesichts des Wunders der Geburt wird der Tierpfleger fast zum Philosophen. Doch da wäre noch eine ganz unphilosophische Frage.
Junge oder Mädchen? So, der Kleine hat sich schon stabilisiert. Also läuft alles wie ein Uhrwerk. Ich bin doch neugierig, was wir hier haben. Roni, hast du fein gemacht? Hast du fein gemacht? Hast du fein gemacht? Kräftig. Ist er, ist sie. Ich werde es gleich wissen. Aha, es ist eine sie. Das ist eine sie. Das ist eine Stute. Das ist schön. Das ist schön. Schön, weil sich weibliche Tiere später besser vermitteln lassen. Kann ich doch nie anders. Es war nicht ganz nötig, aber... Ja, ist gut. So. Man will sich ein bisschen mit einbringen, ist nicht nötig. Würde keiner auch alleine schaffen. Aber wiederum ist es auch gut, dass man gleich den Kontakt auch zu den Tieren aufbaut, auch zur Mutter, dass sie uns ranlässt. Ja, wenn es jemand über den Namen Christel von Namen. Feine Froni. Mutter Froni schleppt ihr Kind weiter fleißig ab. Schön. Doch trinken muss das Fohlen schon noch selber. Ja, so schön. Ja, Milch gibt's bei Mama. Dann bin ich richtig zufrieden. Und das klappt. Interessant zu sehen. Roni, komm mal mit. Bei der Geburt kommen ja zuerst die Füße und der Kopf raus. Und damit sie nicht der Mutter wehtut, ist hier eine ganz weiche, ja, wie so ein Schutzhuf. Das ist ganz, ganz, ganz weich. Der fällt nachher ab und hier hinter ist der richtige Huf. Da bleibt so die ersten 2-3 Tage dran, damit die Mutter nicht verletzt wird. Das ist bloß so ein ja, ganz weicher Hornhaut, aber ganz weich. Wie so eine Gummikappen. So, Froni, jetzt hast du alles fein gemacht. Jetzt lassen wir dich mal ein bisschen in Ruhe. Haben wir dich genug gestört, aber du hast uns rangelassen. Das ist sehr schön. Stehen tut's, aber der Weg zur Milchbar, den muss hier der Kleine selber suchen und finden. Hier, irgendwo muss diese Milchbar sein. Und ein bisschen später klappt es auch mit dem Trinken. Alles in bester Ordnung. Bei Froni und ihrer Tochter.